Hydraulisch ballastieren, aber easy. Wenn ein Traktor bei langsamen Zugarbeiten seine Leistung auf den Boden bringen soll, muss er schwer sein. Das gilt besonders bei angehängten Geräten. Viele Praktiker bestücken ihren Schlepper dann mit zornigem Frontgewicht und gut. Zusätzliche Rad- oder Heckgewichte sind vielen zu aufwendig oder der Schlepper fährt permanent mit teils überflüssigem Ballast durch die Gegend. Keine Frage, je einfacher sich eine Maschine auf- und abballastieren lässt, desto besser. In einem Systemvergleich wollten wir wissen, wie sich unterschiedliche Ballastierungen auswirken. Für unseren Test haben wir einen 7R von John Deere mit Messtechnik ausgestattet. Ein 4,60 Meter breiter Vektor von Köckerling hat die Hydraulikzylinder in der Deichsel. Über den Druck ließ sich die Zugkraft messen. Per Drehgeber an der Achse sowie GPS konnten wir die Geschwindigkeit plus Schlupf ermitteln und so die Zugleistung für den Grubber errechnen. Doch bevor es losgehen konnte auf dem Acker, mussten wir die Messtechnik eichen. Dazu gehörte das exakte Ermitteln von Radumfang und Wegstrecke. Insgesamt haben wir 8 Varianten ausprobiert. Ohne Ballastierung, nur mit Frontgewicht, mit dem Easy Ballast von John Deere, nur Radgewichte, Frontgewicht und Easy Ballast, Frontgewichte und Radgewicht, Easy Ballast und Radgewichte und als Schlussvariante Easy Ballast, Frontgewicht und Radgewichte. Mit jeder Variante haben wir ausführliche Testfahrten gemacht und über die hydraulische Verstellung des Grubbers die Arbeitstiefe und damit den Zugwiderstand erhöht. Dabei erreichten wir Tiefen von maximal 15 cm. Die ersten Durchläufe haben wir mit montierten Radgewichten absolviert. Keine Frage, Radgewichte sind lästig. Zur Montage brauchten wir mit etwas Übung und 3 Personen etwa 10 Minuten pro Seite, wenn die Gewichte in der Nähe liegen und Stapler plus Druckluftschrauber bereit sind. Deshalb, in der Praxis bleiben die Gewichte während der Saison oft montiert. John Deere hatte uns ein sehr ordentliches Frontgewicht mit 1,8 Tonnen zur Verfügung gestellt. Bei dem Test zeigte sich der Schlepper damit durchzugsstark, allerdings wurde die Vorderachslast deutlich überschritten. Besonders gespannt waren wir auf das System Easy Ballast. Es besteht aus einem Rahmen und dem eigentlichen Gewicht. Es passt bisher nur an 7R-Traktoren ab Baujahr 2011. Der 370 Kilogramm schwere Grundrahmen kostet 7.290 Euro und ist fest am Schlepper montiert. Das eigentliche Gewicht wiegt 1,7 Tonnen und kostet 4.560 Euro. Zum Aufnehmen fährt man langsam und exakt mittig über das liegende Gewicht. Fast wie bei einem Rasenmäherdeck. Dann senkt man den Aufnahmehaken des Systems ab und fährt langsam weiter. Der Haken fädelt sich in die Fangtasche des Gewichtsblocks ein und kommt an einen Anschlag, was der Fahrer spürt. Jetzt hebt er den Block an, der sich erstaunlich elegant zuerst hinten in die Aufnahme einfädelt und dann vorne anhebt. Hier verriegelt das System dann hydraulisch. Mit montiertem Easy Ballast haben wir alle Varianten durchprobiert, die wir vorher mit den Radgewichten absolviert haben. Bei der Traktion kann das Easy Ballast die lästigen Radgewichte komplett ersetzen. Doch gibt es auch einen Einfluss auf den Verbrauch? Nach den Traktionsversuchen haben wir deshalb mit den beiden Ballastierungsvarianten Easy Ballast plus Frontgewicht sowie Radgewichte plus Frontballast mehr Fläche gegrubbert und die Leistungswerte erfasst. Beide Varianten lagen sehr dicht beieinander, wobei der Durchgang mit dem Easy Ballast ganz leicht die Nase vorn hatte. Alle Ergebnisse der verschiedenen Varianten hinsichtlich Schlupf, Zugleistung und Zugkraft haben wir in der Ausgabe 3 2018 für Sie aufbereitet.